Hallo, heute erkläre ich euch, wie man Extremstellen bei einer Funktion dritten Grades bestimmt. Wir haben die Funktion f von x gleich 5x hoch 3 minus 2x² minus x minus 1. Es handelt sich um eine Funktion dritten Grades, weil der höchste Exponent 3 ist. Die Aufgabe lautet, dass wir die Extremstellen suchen sollen. Die notwendige Bedingung ist f' von x. Also die erste Ableitung von f von x muss gleich 0 sein. Hier noch einmal die Funktion aufgeschrieben. F von x ist 5x hoch 3 minus 2x² minus x minus 1. Da die erste Ableitung 0 sein muss, müssen wir zunächst die erste Ableitung bilden. Die 3 von x hoch 3 wird vor das x gezogen. Die 5 bleibt davor stehen, also haben wir 5 mal 3 und der Exponent wird um 1 erniedrigt, also nur noch Quadrat, also 5 mal 3x². 2x² wird abgeleitet zu 2 mal 2x. Aus dem minus x wird minus 1 und die minus 1 fällt weg. Zusammengefasst ergibt sich f' von x gleich 15x² minus 4x minus 1. Wir haben jeden Summanden einzeln abgeleitet. Als nächstes setze ich die erste Ableitung gleich 0 und löse die Funktion nach x auf. Die erste Ableitung war 15x² minus 4x minus 1. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, wie wir vorgehen können. Zum einen können wir die PQ-Formel anwenden. Dafür darf vor dem x² kein Faktor mehr stehen, also müssen wir die ganze Gleichung beiden Seiten durch 15 dividieren. Dann haben wir x² minus 4 durch 15x minus 1 durch 15 gleich 0. Wir können auch anders vorgehen und können die quadratische Ergänzung anwenden. Dann würden wir die 15x² minus 4x minus 1 gleich 0 stehen lassen und würden mittels quadratischer Ergänzung die Nullstellen bestimmen. Dritte Möglichkeit wäre, dass man den Taschenrechner einsetzt, um die Nullstellen von der Funktion 15x² minus 4x minus 1 gleich 0 zu bestimmen. Hier habe ich einmal durchgerechnet, wie es aussieht, wenn wir die quadratische Ergänzung anwenden. Wir sind von der Funktion 15x² minus 4x minus 1 ausgegangen, haben die 1 auf die andere Seite rübergebracht und haben dann mittels quadratischer Ergänzung die Lösung bestimmt. x1 ist 0,424 und x2 ist minus 0,157. Die quadratische Funktion hat zwei Lösungen, nämlich x1 und x2. Es kann sich um einen Hochpunkt, um einen Tiefpunkt oder um einen Sattelpunkt handeln. An den Stellen x1 und x2 können Extremstellen vorliegen, was wir im nächsten Schritt noch weiter untersuchen müssen. Handelt es sich um einen Hochpunkt, dann ist es der höchste Punkt in seiner Umgebung. Handelt es sich um einen Tiefpunkt, dann ist es der tiefste Punkt in seiner Umgebung. Möglich wäre auch ein Sattelpunkt. Um dies zu erfahren, überprüfe ich die hinreichende Bedingung. Die hinreichende Bedingung liefert uns Informationen, ob es sich um einen Hochpunkt, einen Tiefpunkt oder um einen Sattelpunkt handelt. Die hinreichende Bedingung lautet, f' von x größer 0, dann handelt es sich um einen Tiefpunkt. Ist die zweite Ableitung kleiner 0, dann handelt es sich um einen Hochpunkt. Ist die zweite Ableitung gleich 0, dann ist es möglicherweise ein Sattelpunkt. Damit es sich um einen Sattelpunkt handelt, muss zusätzlich die dritte Ableitung ungleich 0 sein. In unserem Beispiel lautete f von x 5x hoch 3 minus 2x² minus x minus 1. Wir hatten die erste Ableitung gebildet, das waren 15x² minus 4x minus 1. Davon die zweite Ableitung gebildet, wobei wir wieder jeden Summanden einzeln ableiten,
mit 30x minus 4. Bilden wir die dritte Ableitung, so bleibt nur noch 30 übrig. Zweite Ableitung lautet 30x minus 4. In die zweite Ableitung setzen wir jetzt die beiden x-Werte, also x1 und x2, das wir ausgerechnet hatten, ein. Wir prüfen, ob das Ergebnis größer oder kleiner 0 ist. Der f' von 0,42, das war die erste x-Stelle, ergibt sich eingesetzt 30 mal 0,423 minus 4, was größer als 0 ist. Und größer als 0 bedeutet, dass es sich um einen Tiefpunkt handelt. Also an der Stelle x1 liegt ein Tiefpunkt vor. Jetzt müssen wir die Stelle x2 überprüfen. Wir nehmen wieder die zweite Ableitung, setzen diesmal x2, also minus 0,157 ein und erhalten 30 mal minus 0,1579 minus 4. Das ist kleiner 0, deswegen es sich um einen Hochpunkt handelt. Also an der Stelle x2 gleich minus 0,157 liegt ein Hochpunkt vor. Die ausgerechneten Werte waren nicht der y-Wert. Deswegen müssen wir jetzt zu den x-Werten noch die y-Werte berechnen. Hierfür nehmen wir die Ausgangsfunktion, weil wir den Funktionswert zu den x-Werten bestimmen. Also in die Funktion f von x gleich 5x hoch 3 minus 2x² minus x minus 1 werden jetzt beide x-Werte eingesetzt. Als erstes setze ich den Wert x1 gleich 0,423 ein. Man bekommt 5 mal 0,423 hoch 3 minus 2 mal 0,423 hoch 2 minus 0,423 minus 1. Als nächstes setze ich den zweiten x-Wert ein, also die minus 0,157. Da erhält man 5 mal, jetzt ist wichtig Klammern zu nehmen, weil man einen negativen Wert einsetzt und der negative Wert hoch 3 gerechnet wird, was wieder einen negativen Wert ergibt. Also 5 mal minus 0,157 hoch 3 minus 2 mal, wieder in Klammern gesetzt, minus 0,157 Quadrat minus minus 0,157 minus 1. Diese beiden Aufgaben kann man jetzt mit dem Taschenrechner ausrechnen und erhält im nächsten Schritt die y-Werte passend zu den x-Werten. Wenn man das macht, erhält man im ersten Fall minus 1,4 und im zweiten Fall minus 0,91. Daraus setzt man jetzt die Extremstellen zusammen. Der Tiefpunkt liegt bei 0,423, also dem x1-Wert, Stab minus 1,4, also dem ausgerechneten y-Wert. Der Hochpunkt liegt bei minus 0,157, Stab minus 0,91. Also hatte die Funktion dritten Grades insgesamt zwei Extremstellen, nämlich einen Tiefpunkt und einen Hochpunkt.